Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Ich habe gerade vor nicht mal einer Stunde ein Video über den aktuellen Stories from the Outland Trailer veröffentlicht. Da gibt es schon neue Informationen auf der Original EA Apex Legends Seite. Und zwar wird uns dort die neue Legende Seer offiziell vorgestellt und eine neue Waffe. Ich zeig's euch gleich. Ich möchte das hier noch nebenbei mit reinschieben. Ich habe es beim aktuellen Video jetzt leider überhaupt nicht ganz gerafft, nochmal auf die EA Seite zu schauen, weil meistens ist es so, kommt ein neuer Stories from the Outland Trailer zur neuen Season, wird auf der EA-Seite auch ein bisschen was Neues gezeigt, also das habe ich jetzt ein bisschen verpennt, deswegen reiche ich das jetzt nach. Seer sieht so aus, ist natürlich eine männliche Legende, hat man ja auch in dem Trailer schon gesehen, schaut da gerne nochmal rein, wer das verpasst hat. Seer wird eine aufklärende Legende sein, wie es wohl aussieht. Die aktuellen Fähigkeiten sind immer noch nicht zu 100% klar, es scheint aber so zu sein, als wäre es eine aufklärende Legende, wie zum Beispiel Crypto, Pathfinder, Bloodhound. Valkyrie war auch, glaube ich, eine aufklärende Legende. Übersetzt: mit Mikrodrohnen und dem Auge eines Künstlers erkennt Seer Chancen, die andere Legenden möglicherweise verpasst, und ergreift sie auf die schönste Art und Weise, die es hier eben nur kann. World's Edge wird natürlich auch bestätigt, ist die Map, die ein fettes Map-Update bekommt. Wir sehen die neue Waffe. Sie heißt nicht Dragon LMG, Hellstorm oder KSMGs und wie sie alle heißen. Und zwar, diese Waffe kommt aus dem Hause Rampart und heißt Rampage LMG und soll einen überraschenden Feuermodus haben. Meet Rampart's newest Invasion, the Rampage LMG with a surprising source of firepower. Ob das jetzt Feuermodus heißt, surprising source, auf jeden Fall erscheint sie eine überraschende Feuerkraft oder irgend sowas in der Art und Weise zu haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und versuche hier, irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding könnte, wenn man den Unterlauf so ein bisschen sich anguckt, könnte man sich fast vorstellen, dass die vielleicht einen Granatwerfer oder irgend sowas integriert hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch vorstellen könntet, was da vielleicht mit dieser Waffe sein könnte. Aktuell wissen wir noch nicht mehr. Es scheint auf jeden Fall nichts mit den Leaks um die andere Waffe, die Dragon LMG, zu tun haben. Sie sieht auch auf jeden Fall ein Stück weit anders aus. Obwohl, ich blende euch hier das aktuelle Bild gleich nochmal ein. Doch wenn ich jetzt hier direkt hinter der Rampage LMG diese Schrift sehe, diese Striche, die da so quer rüber gehen, das sieht der Dragon LMG doch ein Stück weit ähnlich. Vielleicht hat sie einfach nur einen anderen Namen abbekommen und sieht jetzt so aus oder einfach optisch ein bisschen überarbeitet. Dann haben wir Ranked Arenas, wurde ja vor ein paar Tagen schon offiziell bestätigt. Sollte also auch klar sein, zum Start von Season 10 können wir Arenas endlich auch im Ranked-Modus spielen. Und mehr gibt es bis jetzt bezüglich Season 10, zumindest was jetzt offiziell bestätigt ist von Respawn und EA, gibt es nichts weiter zu erzählen. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Gibt es die nächsten News, neue Informationen rund ums Spiel. Ich denke, in den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall neue Informationen. Am 22. ist auch EA Play live. Dort gibt es einen neuen Trailer rund um Apex Legends, wer es verpasst hat aus dem letzten Video. Da rede ich auch darüber. Ich werde mich auf jeden Fall da nochmal melden. Das war's von mir. Bleibt gesund, haut rein. Ciao.